Wacker Innsbruck. Ja, nach dem ewigen Fußballklassiker am letzten Dienstag, Österreich gegen Deutschland, heißt es schon in der kommenden Woche wieder Daumen drücken für Fußball. Österreich Rapid startet als einziger Vertreter in den Europacup und einer, der mit 4 Treffern in der Europa League Qualifikation großen Anteil daran hat, dass wir zumindest an 6 der folgenden oder der kommenden Donnerstage nicht zu früh ins Bett kommen, der ist heute hier bei uns. Ich freue mich sehr auf ihn. Hier ist Deni Alar. Herzlich willkommen. Guten Abend, hallo. Ja, herzlichen Dank für den Besuch. Deni, haben Sie ein bisschen was gesehen von der Wiener Austria? Ein bisschen, nicht viel. Nicht viel. 5 Punkte Vorsprung, 8 Runden gespielt von 36, muss man nachdenklich werden? Ja, ist natürlich sehr viel, 5 Punkte, aber es sind erst 8 Runden gespielt und es ist noch viel möglich. Sie haben gestern Ihr 100. Bundesligaspiel absolviert mit Rapid, ein 0:0 zu Hause gegen die Admira. Da liegt irgendwie die Frage nahe, wenn Sie nicht zum ersten Mal hören, wahrscheinlich, ob Rapid irgendwie mit dem Kopf und mit den Sorgen schon am Donnerstag beim Europa-League-Spiel gegen Trondheim war. Oder was ist gewesen gestern? Nein, wir wollten unbedingt gestern 3 Punkte holen. Das war unser Ziel. Es ist uns leider nicht gelungen. Wir haben uns viel mehr vorgenommen. Das ist, Admira hat sehr gut gegen den Ball gespielt, war im Zweikampf sehr stark und wir hatten einfach die Chancen nicht herausspielen können. Haben Sie das Gefühl, dass das Ergebnis irgendwie Auswirkungen auf die Stimmung in der Mannschaft hat? Wie war es nachher in der Kabine? Ja, es waren natürlich alle enttäuscht. Wir wollten, wie gesagt, 3 Punkte holen. Es ist uns leider nicht gelungen, aber es geht weiter am Donnerstag und da wollen wir es besser machen. Ja, man kann dem gestrigen Spiel Rapid im Hinblick auf die Europa League durchaus auch etwas Positives abgewinnen. Am 5. August verliert Rapid das große Wiener Derby gegen die Austria daheim 0:3. Sie werden sich vielleicht erinnern. Um dann in der Woche darauf gegen Vojvodina Novi Sad die Qualifikation ins Europa-League-Playoff zu schaffen. Knapp 3 Wochen später setzt es mit dem 0:1 bei Aufsteiger Wolfsburg die 2. bittere Niederlage in der Liga, gefolgt vom überschwänglich gefeierten Sieg gegen PAOK Saloniki samt Aufstieg in die Gruppenphase der Europa-League. Insofern war das gestrige 0:0 gegen die Admira für Rapid zumindest vom Ergebnis her noch das Beste und doch in mancherlei Hinsicht ziemlich eigenartige, was die Europacup-Generalprobe betrifft. Erstens betreten die Grün-Weißen im Hanapi-Stadion eine andere Bühne als jene, auf der sie am Donnerstag eine gelungene Premiere in der heurigen Gruppenphase feiern wollen. Zweitens ist das Generalprobenpublikum wesentlich lebendiger als die Geister, die dem Duell gegen Trondheim im Happel-Oval beiwohnen werden. Lediglich die Verteilung der Rollen dürfte in 4 Tagen die gleiche bleiben, trotz der Leistung und auch angesichts fehlender Zweitbesetzungen. Das war unser schwächstes Spiel in der Saison. Wir waren einfach im Denken, im Laufen. Einfach war das zu wenig von uns. Zu wenig Chancen kreiert. In der Offensive ist eigentlich fast gar nichts gegangen bei uns. Weil die üblichen Hauptdarsteller in der Offensive nicht zu gewohnter Form finden, schießt Guido Burgstaller erst in der 38. Minute erstmals in Richtung Admira-Tor. Terence Boyd kann selbiges in 67 Minuten, die er auf dem Platz steht, kein einziges Mal belästigen. Während seine Hintermannschaft gegen gefährliche Admiraner schon früh im Spiel das eine oder andere Mal in Bedrängnis gerät. Und Markus Katzer nach 20 Minuten sogar auf der Linie retten muss. Wir sind nie wirklich ins Spiel gekommen, waren nicht aggressiv genug, im Gegensatz zu Admira. Die haben uns das Leben wirklich schwer gemacht. Wir müssen einiges dazulegen, um am Donnerstag bestehen zu können. Eine Alternative wäre, auf Mr. Europacup zu hoffen. Deni Alar macht in Novi Sad in der 96. Minute das wichtige Auswärtstor. Übernimmt im Rückspiel in Minute 91 die Verantwortung vom Elferpunkt. Er zielt in Saloniki seinen spektakulärsten Treffer. Um eine Woche später mit dem 1:0 den Grundstein für die Gruppenphase zu legen. Gegen die Admira kann weder Alar, der international doppelt so oft getroffen hat wie in der Liga, noch einer seiner Kollegen ins Rampenlicht treten. Steffen Hofmann vergibt in Hälfte 2 die erste.
Guido Burgstaller, die bei weitem größte. Und Deni Ala in seinem 100. Ligaspiel Sekunden später die letzte Chance. An einem Abend, an dem Rapid großteils Ideen und daher sieglos bleibt. Wobei auf eine misslungene Generalprobe bekanntlich meist eine gelungene Premiere folgt. Ich hoffe, dass dieses Sprichwort zur Geltung kommt und dass es stimmt. Und dann wird alles am Donnerstag passen. Trondheim ist eine Mannschaft, die selbst auch sehr, sehr initiativ Fußball spielt mit etlichen richtig guten Spielern. Aber ich denke, dass das der Gegner ist in der Gruppe, gegen den wir uns die größten Chancen ausrichten. Ich wünsche ihnen natürlich auch gut mehr wie ein Gegner. Und wenn sie alles reinhängen, dann ist es auch drin. Auch wenn die Zuschauerkulisse am kommenden Donnerstag statt so aussehen und klingen wird. Wichtig wird sein, dass die Mikrofone vielleicht nicht ganz knapp bei der Trainerbank stehen, weil sonst muss man schon sehr aufpassen. Was seine Spiele betrifft, wird sich das berühmte Lampenfieber vor der Premiere garantiert auch ohne Publikum einstellen. Also am Donnerstag natürlich zu sehen, 20.15 Uhr live bei uns, das Spiel von Rapid, das erste in der Europa League. Denn es ist mir beim letzten Spiel in der Qualifikation schon ausgekommen, logischerweise, jetzt haben wir es wieder gehört. Deni Ala, Mr. Europa Cup, klingt gut, oder? Ja, natürlich klingt es gut. Es waren vier wichtige Tore, aber es war wichtig, dass wir weiterkommen. Und wer die Tore erzielt, ist nebensächlich. Ja, aber am Abend, wenn man schlafen geht, freut man sich dann schon, dass man das selber war, oder? Ja, natürlich freut man sich, dass man dazu beigetragen hat, dass man das Rapid aufgestiegen ist in die Europa League. Wovon haben Sie als kleiner Bub, das ist ja bei Ihnen noch gar nicht so lange her, wie zum Beispiel bei mir, aber am meisten geträumt? Ja, natürlich, dass ich einmal in Europa spielen kann. Also Europa League, es wird damit jetzt ein richtig großer Traum wahr, nehme ich einmal an, wenn wir so über Europa League sprechen, was steigt da für Ihnen, in Ihnen für ein Gefühl auf? Ist es Nervosität, ist es große Freude darauf, was ist es? Das ist natürlich die Vorfreude. Natürlich ist man ein bisschen nervös und angespannt auf das erste Spiel, aber man freut sich irrsinnig auf das Spiel und bin schon bereit. Sie sind in Zeltweg geboren, nicht geboren? In Kroatien. In Kroatien geboren, aber in Zeltweg aufgewachsen, genau. Glaube ich. So war es genau. Mit 15 Jahren erstmals in der Kampfmannschaft gespielt, mit 21 Jahren dann nach Wien. Große Stadt. Hat das für Sie irgendeine Auswirkung gehabt? Waren Sie stark beeindruckt? Was hat das in Ihnen ausgelöst, der Wechsel nach Wien? Ja, natürlich war alles anders, viel größer. Es war die Umstellung komplett anders. Ich war ganz alleine in Wien. Natürlich habe ich Zeit gebraucht, dass ich mich umstellen kann. Es hat natürlich ein halbes Jahr gedauert und nach dem halben Jahr habe ich mich richtig wohl gefühlt. Und jetzt bin ich richtig angekommen. Der Weg nach Hütteldorf war ja, glaube ich, goldrichtig. Aber warum ist es Hütteldorf geworden? Ist es eine reine Managemententscheidung gewesen? Aber warum dann? Warum nicht Salzburg, Austria oder sonst ein Verein? Warum Rapid? Ja, ich war immer Rapid-Fan. Von klein auf habe ich immer Rapid geschaut im Fernsehen und Rapid hat mir immer taugt von den Fans her und da wollte ich immer mal spielen und es ist natürlich auch ein Traum in Erfüllung gegangen. Sie haben in Kapfenberg auch einige Zeit unter Werner Gregoritsch gespielt, jetzt unter Peter Schörtl. Das ist vermutlich schon einmal, was die Lautstärke betrifft, ein gewaltiger Unterschied. Aber was sind sonst noch die Unterschiede, auch von den Trainertypen her? Ja, Peter Schörtl versucht natürlich alles viel ruhiger zu erklären, zeigt es natürlich am Feld viel mehr. Werner Gregoritsch haben wir oft auch Videos gehabt, Videoanalysen gehabt, wie wir uns bewegen sollen. Und natürlich war das Spiel natürlich ganz anders. Da haben wir mehr mit hohen Bällen versucht. Da wird mehr auf Fußball Wert gelegt, auf flache Pässe. Und das sind die großen Unterschiede. Sind aber beides, glaube ich, Trainer, die sich sehr auch um die Jungen kümmern, oder? Ja, natürlich. Also bei Kapfenberg haben wir auch sehr viele junge Spieler gehabt. Und natürlich jetzt besonders bei Rapid haben wir, glaube ich, fast nur junge mit ein paar Ausnahmen. Das ist natürlich sehr gut für die jungen Spieler. Bei Rapid ist auch ein großes Thema im Moment. Peter Schörtl sagt das immer wieder, guter, großer, ausgeglichener Kader. Dadurch auch den Luxus, ein bisschen rotieren zu können. Das kann man aber nur dann, wenn die grundsätzliche Stimmung, die Laune passt in einer Mannschaft. Die passt ganz offensichtlich, auch wenn es gestern einen Dämpfer gegeben hat. Aber wie stellt er das an? Ja, man sieht natürlich, dass jeder zu seinen Minuten kommt und das da ist er zufrieden, wenn er spielen kann. Weil wenn man nur auf der Bank sitzt, ist man unglücklich. Und wenn man spielen kann, ist man glücklich und dann wird die Atmosphäre auch besser in der Mannschaft. Wie oft am Tag ist Training im Moment bei Rapid?
Vormittag nur. Vormittag nur. Was sind Sie für einer? Was passiert bei Ihnen im Leben davor, danach? Wie sieht Ihr Tag aus, wenn Sie gerade nicht für Rapid im Training stehen? Natürlich jetzt, wenn wir so viele Spiele haben, bin ich eher zu Hause, schaue, dass ich ein bisschen abschalten kann vom Spiel, vom Training und von den Spielen. Ein bisschen Fernsehen schauen, ein bisschen schlafen und dass ich mich gut erholen kann. Hobbys abseits, wenn Sie Urlaub fahren, legen Sie dann auf der faulen Haut? Sind Sie einer, der auf Berge steigt? Was tun Sie? Was sind Sie für einer? Nein, ich gehe ganz gerne Billard spielen, Tennis spielen oder bowlen und mit Freunden natürlich treffen. Sie haben schon gesagt, in Kroatien geboren, war auch eine meiner Fragen, die ich mir da vorbereitet habe. War für Sie nie der Gedanke, für Kroatien Fußball zu spielen? Natürlich, ich wollte immer für Kroatien spielen. Also das war immer mein Ziel einmal. Aber vor vier, fünf Jahren habe ich dann gesagt, ich lebe so lange in Österreich, fühle mich sehr wohl hier und ich will für Österreich spielen. Wie sehen denn da Ihre Perspektiven aus, wenn Sie es von sich aus ein bisschen auch einschätzen? U21 ist klar. Kam das Anklopfen schon? Ich glaube, Sie waren auf Abruf jetzt beim letzten Länderspiel. Wie laufen da die Gespräche auch mit Marcel Koller? Ja, ich habe noch kein Gespräch gehabt mit Marcel Koller, aber natürlich ist mein Ziel, dass ich im A-Team spiele. Da will ich mich jetzt beweisen in der Bundesliga, im Europacup und dann will ich im A-Team einmal spielen. Wenn so ein junger Bursche für Rapid so erfolgreich ist, dann letztendlich auch ausschlaggebende Punkte setzen kann, damit man die Qualifikation für den Europacup schafft, ändert das was am Standing in der Mannschaft? Schulterklopfer werden fleißig gewesen sein, aber was heißt in der Mannschaft? Ja, natürlich ist der Unterschied jetzt größer als vor einem Jahr. Jetzt darf ich auch die Standards mal schießen und das ist natürlich ein großer Unterschied. Von mir auch persönlich traue ich mir viel mehr zu als früher und das ist auch wichtig. Sie noch einer, glaube ich, der ja einmal bei einer Elfmetersituation sich sofort den Ball geschnappt hat, oder? Hat das eine Aussprache nachher noch gegeben mit dem Steffen Hoffmann? Oder gibt es die nur dann, wenn sie nicht getroffen hätten? Nein, wie ich den Ball genommen habe, habe ich kleinen Steffen angeschaut, ob er schießen will. Und er hat gleich signalisiert, dass er nicht schießen will und da war ich mir sicher, dass ich ihn reinhaue. Wie signalisiert ein Kapitän, dass er den Elfmeter nicht schießen will? Er hat mich angesehen und hat genickt. Genickt. Oh, das klingt ein bisschen nach Mafia-Boss, okay. Ein Nicken genügt. Kommen wir zu diesem Spiel am Donnerstag. Rosenborg Trondheim kommt ins Happelstadion, das leider leer sein wird. Zunächst einmal zum Gegner. Was wissen Sie schon, wie sehr sind Sie schon auf diese Mannschaft eingestellt? Und also wissen Sie auch schon, ob Sie spielen werden von Beginn an? Nein, das weiß ich noch nicht. Das werde ich unter der Woche jetzt erfahren. Okay. Aber von Rosenborg weiß ich jetzt noch nicht viel. Das wird unser Trainer jetzt am Montag oder Dienstag zeigen. Alles klar, er hat sie schon beobachtet, das weiß ich auch. Ein Geisterspiel. Das stelle ich mir vor, ist für einen Spieler nichts Schönes. Kann man das ausblenden? Sie haben vor knapp einem Jahr, glaube ich, beim Spiel Rapid gegen Admira 70 Minuten gespielt. Wie ist diese Situation da auf dem Rasen, ohne jegliche Atmosphäre von den Tribünen? Ja, es ist natürlich ganz schwierig. Am Anfang kommt es so vor wie ein Freundschaftsspiel. Man muss sich natürlich selbst motivieren. Die eigenen Mitspieler müssen einen motivieren und natürlich habe ich das Europa League-Spiel und wir werden uns sicher motivieren können und bin mir sicher, dass wir 100% geben können. War das schon Thema irgendwie in der Kabine auch oder in der Mannschaft? Hat man das versucht zu thematisieren, darüber zu reden, dass man das auch vielleicht ausblendet, dass da auf den Tribünen niemand sitzt? Ja, wir haben natürlich kurz gesprochen über das, aber wir haben uns auf Admira vorbereitet. Vielleicht werden wir jetzt in der Woche jetzt einmal ein bisschen kurz darüber reden, aber wir werden uns aufs Spiel konzentrieren. 7 Spiele sind das jetzt in 22 Tagen. Sind Sie einer, der sagt, super, taugt mir, am besten wären 10 Spiele in 22 Tagen? Oder sagen Sie, ja, muss man sich schon ein bisschen was einteilen? Vielleicht dann auch gestern. Nein, das ist, einteilen darf man sich nichts. Man muss jedes Spiel 100% geben. Das ist das Wichtigste. Und natürlich, jeder Spieler, glaube ich, spielt lieber Spiele, als bevor er trainiert. Und so bin ich auch. Ich spiele lieber und gebe jedem Spiel 100%. Dann sage ich alles Gute für Donnerstag. Herzlichen Dank für den Besuch. Und das jetzt ist Ihr Applaus für den Donnerstag. Und damit wechseln wir endgültig weg vom Fußball. Ab 2020 könnte Klettern olympisch sein. Die Entscheidung, ob ja oder nein, fällt im nächsten Jahr. Wir hätten Klettern ja lieber schon heuer im Olympiaprogramm gehabt. Dann wäre Österreich bei den Olympischen Spielen von London wahrscheinlich